Mit der Woche der Meinungsfreiheit machen der Börsenverein, Buchbranche und Zivilgesellschaft vom 3. bis 10. Mai auf die Bedeutung der Meinungsfreiheit für eine freie, demokratische und offene und vielfältige Gesellschaft aufmerksam. Die Federation of European Publishers, FEP, ist Partner des Börsenvereins bei diesem Anliegen. Mein Name ist Peter Kraus von Cleff. Ich bin der Präsident der FEP und es ist mir eine Ehre, Sie, lieber Herr Bütikofer, heute virtuell zu treffen in Brüssel bzw. in Rheinbeck bei Hamburg, um über den Fall China und über Ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen mit der Verteidigung der Meinungsfreiheit zu sprechen. Mich freut es ganz besonders, dass wir heute am Europatag gemeinsam die Rolle der EU in dieser Woche der Meinungsfreiheit beleuchten können. Herr Bütikofer, Sie sind Mitglied des Europäischen Parlaments, gehören der Fraktion der Grünen EFA an und sind unter anderem Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen der EU mit der Volksrepublik China. Willkommen. Zuletzt wurden Sie und andere Mitglieder des Europäischen Parlaments mit einer Einreisesperre und Sanktionen von China belegt. Grund war nicht zuletzt die Entscheidung der EU, Sanktionen gegen 4 chinesische Funktionäre zu verhängen, die an der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren, vor allem der Provinz Xinjiang, beteiligt waren. Diese Reaktion Chinas ist in ihrer Drastik, so mein Gefühl, neu. Mithin eine Abkehr der noch von Deng Xiaoping geprägten Doktrin Tao Gang Yang Yi, das heißt verberge deine Kraft und warte auf deine Gelegenheit. Sieht China jetzt die Gelegenheit? Wie erklären Sie das? Und wie geht es Ihnen damit? Und auch, vielleicht wenn ich die Frage stellen darf, wie geht es Ihnen mit der Nichtreaktion der Bundesregierung auf diese doch, wie soll ich sagen, diplomatisch sehr drastische Maßnahme? Also erstmal vielen Dank, dass wir sprechen können zusammen. Ich mache das gerne. Denn in der Tat, in dem Konflikt, den wir da gerade erleben mit der Volksrepublik China, spielt der Kampf um die Meinungsfreiheit eine ganz zentrale Rolle. Das Signal, das die Führung in Peking uns sendet mit den Sanktionen, die sie ja nicht nur gegen Mitglieder des Europäischen Parlaments, auch gegen 3 Mitglieder nationaler Parlamente, gegen Think Tank-Forscher ausgesprochen hat, heißt ja, wir sind nicht mehr bereit, euch als Gesprächspartner zu akzeptieren, wenn ihr nicht uns von Peking aus bestimmen lasst, was der Rahmen des Gespräches zu sein habe. Das heißt, China akzeptiert nicht, und das hat auch Li Keqiang gesagt, als das letzte deutsch-chinesische Regierungszusammentreffen virtuell stattfand mit Frau Merkel. China akzeptiert nicht, dass im Ausland kritisch über China reflektiert wird. Das ist schon ein neuer Schritt. Ja. China spielt sich auf, als könnte es Weltpolizist sein, um zu kontrollieren, wo welche Debatten stattfinden. Es gibt sogar inzwischen gesetzliche Bestimmungen, dass man als Bürger irgendeines Landes, wenn man sich zum Beispiel kritisch äußert gegen die Beseitigung der Freiheiten Hongkongs, dass man dann im Zweifel vor ein chinesisches Gericht gezerrt werden kann, wegen dieser Äußerung, selbst wenn die irgendwo in Honolulu oder in Kirchheim-Bolanden in meiner pfälzischen Heimat stattgefunden hätten, ohne dass irgendein Chinese je davon gehört hat. So, das wollen sie auch uns gegenüber im Parlament durchsetzen. Und da sehe ich auch im Gleichklang mit der Haltung, die Chinas führende Außenpolitiker kürzlich bei dem Treffen mit dem amerikanischen Außenminister und dem Sicherheitsberater in Anchorage an den Tag gelegt haben. China fühlt sich heute so stark, dass es glaubt, es könne die Regeln des Diskurses, die Regeln der Beziehungen diktieren. Da ist man so selbstbewusst, das sagt auch Xi Jinping jede Woche mindestens 2-mal, die Dynamik der internationalen Entwicklungen, die Zeit, sind alles auf chinesischer Seite. Und was diesen Übermut anheizt, ist, dass es leider bei uns zu viele gibt, die die Größe der Herausforderung
noch nicht wirklich registriert haben. Allein deswegen, weil dieser Anspruch imperial und hegemonial ist, ist ja noch nicht gesagt, dass er scheitern muss. Nein, und deswegen finde ich eben zum einen Hut ab für Ihre Haltung und die Ihrer parlamentarischen Kolleginnen und Kollegen, sich hier zu äußern. Und deswegen fand ich persönlich etwas, sagen wir mal, mau, dass die Bundesregierung und der Außenminister und auch Sie sprachen das Treffen von Frau Merkel jüngst an, dass die so gar nicht ausfiel, weil das ja wiederum diplomatisch gesprochen ein Raumgewinn für die Chinesen sein könnte. Ja, leider muss ich Ihnen recht geben, die Bundesregierung ist da hinter der Kurve. Frau Merkel persönlich hat noch nie auch nur in den Mund genommen, was seit 2 Jahren die gemeinsame China-Position der EU ist, dass China eben nicht nur ein Partner ist, das wird immer schwieriger, muss man leider zugeben, nicht nur ein Wettbewerber ist, das wird immer klarer, sondern auch ein systemischer Rivale ist. Ein Land ist, das sich nicht als Teilhaber an einer bestehenden, regelbasierten multilateralen Ordnung versteht, sondern als neues Zentrum. So nach dem chinesischen außenpolitischen Konzept schwebt Xi Jinping vor, so die Position der Narbe in einem Rad und alles andere sind nur die Speichen. Aber alle führen in dieser neuen Weltordnung und zwar eben auch in ein selbstbewusst autoritäres Peking. Und ich habe die Bundeskanzlerin früher bewundert, wie sie sich zum Beispiel dafür eingesetzt hat, dass die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xia nach Deutschland ausreisen konnte. Aber zuletzt hat sie nur noch in einer Drückeberger Sprache sich gegenüber China geäußert, hat Klarheit durch Katzenpfötigkeit ersetzt. Und ich glaube, dass sie damit noch nicht mal den wirtschaftlichen Interessen einen Gefallen tut, die sie offensichtlich im Auge hat. Das muss man ja einfach mal nüchtern feststellen. Manche unserer großen Automobilisten haben so viele Eier in diesen chinesischen Korb gepackt, dass sie jetzt furchtbar Angst haben, jemand lässt den Korb fallen. Aber dieses Setzen auf bedingungslose Kooperation, wie ich das mal nennen will, das ist schief gewickelt, weil China gar nicht mehr in mittlerer und langer Sicht auf Kooperation setzt. Die chinesische Wirtschaftsstrategie, die sieht eine Rolle für ausländische Investoren nur noch davor, wo China Lücken hat, technologischer Art zum Beispiel, wo man von ausländischer Investition profitieren kann. Aber das Beispiel der Eisenbahnindustrie sollte allen vor Augen stehen, wo vor Jahren Siemens und Alstom die chinesische Bahnindustrie groß gemacht haben durch bewussten und auch durch unwillentlichen Technologietransfer, wo einfach geklaut wurde, IP. Und jetzt ist da ein gigantischer Staatskonzern entstanden, der nicht nur unsere Unternehmen vom chinesischen Markt faktisch verdrängt hat, sondern auch auf Drittmärkten sich ausbreitet und sogar versucht, im europäischen Markt Fuß zu fassen. Und ich glaube, diese Strategie der dualen Zirkulation fasst das in ein Konzept. Und nach meiner Kenntnis müsste die Bundesregierung endlich mal auf die Höhe der deutschen Wirtschaft kommen. Wenn ich den BDI höre, wenn ich Business Europe höre, wenn ich VDMA höre, denen ist bewusst, was für eine wirtschaftliche Herausforderung das ist und dass dieses einseitige Setzen nur auf Kooperation keine, auch wirtschaftlich keine Perspektive bietet. Hier muss ich direkt, wenn ich darf, einhaken, Herr Bütikofer, weil zum einen, ich glaube, was uns eint, Politikerinnen, Politiker und Verleger, heißt, dass man eine Haltung einnehmen will in dem, was man tut, äußert oder verlegt. Und Sie sprachen ja auch Intellectual Property an. Nun bedeutet für mich als Repräsentant einer der Buchbranche,
dass Meinungsfreiheit auch unmittelbar als Menschenrecht geknüpft ist an geistiges Eigentum, denn das eine bedingt das andere. Wenn ich nun, Sie sprechen die Sanftmütigkeit an, wenn ich kurz mal den Augenmerk noch weiter lenken kann auf das Ende 2020 abgeschlossene EU-Investitionsabkommen mit China. Befürchten Sie im Falle Chinas, und das klingt ja schon so, dass der wirtschaftliche Druck innerhalb Europas oder auch aus Drittländern so groß sein könnte, dass er Ihre wichtige Arbeit und den Einsatz um Meinungsfreiheit zunichte macht? Und wo sind in diesem Investitionsabkommen auch irgendwelche Leitplanken, die Respekt und Einhaltung geistigen Eigentums und Intellectual Properties bedeutet? Also ich glaube, eher beißt sich die Führung in Peking am Europäischen Parlament die Zähne aus. Die haben uns, glaube ich, unterschätzt. Die haben einfach die Rolle eines demokratischen Parlaments in unserer Gesellschaft unterschätzt. Die Tatsache, dass dieses Abkommen von der Bundeskanzlerin mit Unterstützung des französischen Präsidenten gegen manchen Widerstand aus Partnerländern schnell mal so durchgeboxt wurde, ist in Peking falsch verstanden worden. Die haben gedacht, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es geschafft, diesen Keil zu treiben zwischen die Europäer und die Amis. Und das ist ein klar formuliertes strategisches Ziel in Washington. Und dass es dann im Parlament Kritik gab, wurde erst ignoriert und dann als ungehörig betrachtet. Und da muss man jetzt mal draufschlagen. Ja, nur funktioniert das halt bei uns so nicht. Und dieses Abkommen ist jetzt im Tiefkühlfach gelandet. Ja, also sozusagen, wir hatten eine Debatte im Parlament, da sagt fast jeder, der gesprochen hat, wer wären wir denn, dass wir jetzt Business as usual betreiben gegenüber China, weil das auf die europäische Demokratie, was stattgefunden hat. In der Substanz ist das aber auch sehr fragwürdig, was gerade in dem von Ihnen angesprochenen Punkt da drin steht. Es sind zwar Bestimmungen aufgenommen zum Schutz von IP, also Intellectual Property, und gegen erzwungenen Technologietransfer, ähnlich wie in dem Phase One Abkommen, das die Administration von Präsident Trump ein Jahr früher mit China abgeschlossen hat. Aber dieser Schutz ist keineswegs wirklich durchgreifend. Zum Beispiel bezieht er sich nur auf das Handeln der chinesischen zentralstaatlichen Behörden, also nicht der nachgeordneten Behörden. Er bezieht auch das Wettbewerbsrecht nicht ein. Also man kann erzwungenen Technologietransfer gegebenenfalls noch mit chinesischem Wettbewerbsrecht serviert bekommen. Das ist lückenhaft. Das hat die Kommission bis jetzt eher versteckt als redlich dargestellt. Und es gibt auch andere Bereiche, in denen die Frage Meinungsfreiheit und geistiges Eigentum sehr problematisch erscheinen. So ist zum Beispiel den Chinesen versprochen worden, dass sie im Medienmarkt Europas National Treatment bekommen, also behandelt werden wie europäische Wettbewerber, während China seinen Medienmarkt für Europa völlig verschlossen hält. Also das stimmt auch ökonomisch nicht. Es hat aus der Wirtschaft überwiegend positive Bewertungen gegeben zu diesem Abkommen, aber die waren, wenn man genau hinhört, eher lauwarm. Und privat sagen einem viele Leute, die sich lange mit China beschäftigt haben, in der deutschen Wirtschaft, das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Deswegen arbeiten wir jetzt im Europäischen Parlament nicht an diesem Investitionsabkommen, sondern wir arbeiten daran, eigenständige Instrumente zu schaffen, mit denen Europa autonom bestimmte Grenzen zieht. Das ist, weil Sie sprachen schon an, das eher Einfrieren von Dingen. Ich glaube, das wird unterschätzt. Und Sie als erfahrener Politiker und Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, wie sehen Sie die Möglichkeiten des EU-Parlaments überhaupt zu erreichen, dass auch schwierige Partner, da rede ich ja nicht nur von China, sondern auch, man kann ja innereuropäisch schauen, Polen, Slowenien zum Teil, Ungarn, dass also auch schwierige Partner Meinungsfreiheit respektieren. Wie sehen Sie da so den Instrumentenkasten und die Eskalationsformen, die im Parlament vorhanden sind?
Parlament kommt ja von parlare. Das heißt, ein Großteil unserer Macht ist die Macht des Wortes. Und das heißt, wir können dafür sorgen, dass bestimmte Themen nicht in Vergessenheit geraten, dass Themen auf die Agenda gesetzt werden. Und das tun wir. Das tun wir in China durch Resolutionen, die mit großer Mehrheit beschlossen wurden, zu Xinjiang und zu Hongkong. Das tun wir mit Blick auf Ungarn oder mit Blick auf Polen, auch in selbstkritischer Absicht natürlich. Das Parlament ist aber keine Exekutive. Und das heißt, dass die so kompliziert die Europäische Union gestrickt ist, dass die Durchsetzung bestimmter Politiken immer das Bündnis mit der Exekutive braucht, und zwar insbesondere auch mit der nationalen Exekutive. Wir erleben gerade, dass in Polen ein Gericht darüber entscheiden soll, ob europäisches Recht in Polen in Zukunft überhaupt noch akzeptiert wird. Das ist ein unerhörter Angriff auf die Rechtsordnung der EU. Ein Land, das sagt, wir wollen in der EU Mitglied sein, aber wir behalten uns vor, welches europäische Recht wirklich angewendet werden soll, stellt sich eigentlich zentral gegen die Rechtsordnung. Aber ich habe noch nicht eine Äußerung gehört von Herrn Macron oder von Frau Merkel, die Polen gegenüber klargemacht hätten, das lassen wir jetzt nicht nur dem Europäischen Parlament zu kritisieren, das lassen wir nicht nur der Kommission zu klagen, sondern da stellen wir uns auf die Hinterfüße und da zeigen wir euch auch, wo eine Grenze ist. Und ich glaube, ohne dieses aktive Handeln, ja, können wir uns nicht durchsetzen. Und manchmal ist leider die Praxis so, dass ich hinter dem durchaus meinungsstarken Europäischen Parlament dann alle anderen gern verstecken und denken, jetzt ist ja der Kritik schon genug getan. Ich glaube, dass hier eine gute Symbiose besteht zwischen publizistischer Tätigkeit und dem, was Sie als Parlament mit Parlare und Themen aufgreifen, bedeuten. Ich bewundere auch sehr persönlich, deswegen habe ich mich heute auf den Termin sehr gefreut, Herr Bütikofer, Ihre Haltung, Ihr Engagement und Ihre Standhaftigkeit. Dieses können wir auch sehr konkret erleben am Fall unseres schwedisch-hongkonger Verlegerkollegen, Buchhändlers und Autors Gui Minhai, für den Sie sich ja auch eingesetzt haben. Hier stehen wir seit längerem in Kontakt mit Ihnen und ich finde, man darf das Schicksal von Gui Minhai oder zum Beispiel in der Welt ist immer Free Them All, jeden Morgen auf der Titelseite über bedrohte Journalistinnen und Journalisten, das darf man auch in der Woche der Meinungsfreiheit nicht vergessen. Gui Minhai wurde 2015 zusammen mit vier anderen Buchhändlern aus Hongkong verschleppt und ist seitdem vermisst oder in Haft, wir wissen es nicht. Das ist insofern auch heikel, weil Gui Minhai schwedischer Staatsbürger ist. Gui hatte in Hongkong regimekritische Schriften verlegt und verkauft und dadurch, wen wundert es, den Unmut der chinesischen Regierung auf sich gezogen. Im Februar 2020 verurteilte ihn ein chinesisches Gericht zu 10 Jahren Haft, gemeinsam mit der Internationalen Publishers Association, der IPA, der European und International Booksellers Federation, EIBF, setzen wir uns in der FEP, auch mit dem Börsenverein, in enger Kooperation mit Angela Gui, der Tochter, für die Freilassung unseres Kollegen Gui Minhai ein. Wie sehr verfolgen Sie auch in der Delegation des Europäischen Parlaments diesen Fall? Und wie sind Ihre letzten Erkenntnisse? Und wie weit ist das Vorhaben gediehen, eine EU-Resolution in dieser Frage zu verabschieden? Also wir haben uns im Parlament mehrfach in der Vergangenheit für Gui Minhai eingesetzt. Nicht nur, weil er schwedischer Staatsbürger ist, aber insbesondere für die Unionsbürger gilt natürlich auch unsere Sorgfaltspflicht. Und haben uns sehr massiv dagegen gewendet, dass China zum Beispiel versucht hat, die schwedische Regierung unter Druck zu setzen, die schwedische Kulturministerin unter Druck zu setzen, weil sie an einer Preisverleihung von Gui Minhai in Stockholm teilgenommen hat. Ja. Und für uns ist das, genau wie Sie sagen, einer dieser Fälle, in denen ein einzelnes Individuum einen Kampf kämpft, den wir unterstützen müssen, weil es gleichzeitig unser Kampf ist, weil es um dieses zentrale
Prinzip der Meinungsfreiheit, der Medienfreiheit, der Pressefreiheit geht. Und ich glaube, dass es auch andere Individuen gibt, die eine ähnliche Bedeutung haben. Ich denke zum Beispiel jetzt an Jimmy Lai, den Hongkonger Verleger, der im Moment im Gefängnis sitzt und den die Behörden sicherlich noch lange im Gefängnis halten werden, dessen Zeitung Apple Daily jetzt zerschlagen werden soll. Ich denke an Ilham Tohti, den uigurischen Intellektuellen, der im Gefängnis sitzt, der Sacharow-Preisträger für Gedankenfreiheit des Europäischen Parlaments 2019 war. Alle diese Personen brauchen immer wieder unsere Solidarität. Und das hat auch einen ganz praktischen Grund, glaube ich. Viele Berichte, die wir erhalten haben, sprechen dafür, dass wenn die öffentliche Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft nachlässt, sich die Behörden gegenüber solchen Gewissensgefangenen auch mal leichter, noch brutaler verhalten. Das heißt, eine minimale Schutzwirkung gegenüber den Behörden hat das in Fällen schon gehabt. Das gilt ja auch gerade jetzt wieder, wenn man den Fall Nawalny in Russland sieht. Was uns beschäftigt, ist die Frage, in den von Ihnen genannten Fällen, sollen wir als Stimmen der Zivilgesellschaft, als Verbände, als Buchhändlerinnen, als Verleger, als Autorinnen, Autoren, sollen wir hier eigentlich immer wieder mahnen und es immer wieder in die Öffentlichkeit zerren oder besser darauf vertrauen, dass es in Hintergrundgesprächen und auf diplomatischen Ebenen erledigt ist? Oder sollen wir auch immer wieder sagen, Leute, hier gibt es Menschen, die für ihre Meinungsfreiheit aus dubiosesten Gründen einsitzen? Also ich würde chinesisch antworten, man soll auf zwei Beinen gehen. Ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, auch im vertraulichen Gespräch auszuloten, was in einem konkreten Fall vielleicht erreicht werden kann. Aber wenn das vertrauliche Gespräch die einzige Gesprächsebene wird, dann sind wir unseren eigenen Prinzipien untreu geworden. Wir müssen auch in der Öffentlichkeit klar reden. Wir dürfen nicht zulassen, dass autoritäre und totalitäre Herrscher die Regeln des öffentlichen Diskurses setzen, dass die sagen, worüber gesprochen werden darf. Das hatten wir ganz am Anfang als Thema und darauf komme ich zurück. Das ist ein Teil der Stärke unserer politischen Ordnung, dass diese Freiheit des öffentlichen Wortes im Zentrum unserer politischen Kultur steht. Und das heißt jetzt sicherlich nicht, dass man zu jedem Zeitpunkt jedes einzelne Detail öffentlich erörtern muss. Es haben sich Kollegen aus dem Parlament eingesetzt für einen irischen Geschäftsmann, der im Moment in China festgehalten wird. Und da haben wir nicht alles sozusagen öffentlich ausgebreitet, weil wir dachten, das schadet ihm vielleicht im Einzelfall. Aber wir haben uns nicht nehmen lassen, den Fall öffentlich zu benennen und öffentlich zu fordern, dass die Behörden ihm die Ausreise zu seiner Familie erlauben. Mich führt das alles, vielen Dank, Herr Bütikofer, zu einer Frage, die mich sowohl als Privatperson als auch als ehemaliger Verleger und auch als FEP-Präsident beschäftigt. Und zwar: Wie können wir gut mit Ihnen und generell mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern bei der Verteidigung der Meinungsfreiheit zusammenarbeiten? Braucht es vielleicht ein neues gemeinsames Bewusstsein, eine neue Art des Zusammenwirkens? Haben Sie da eine Einschätzung oder einen Rat an uns? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht zulassen, dass das gemeinsame Prinzip so klein gehäckselt wird. Also im einen Fall geht es um den schwedischen Staatsbürger und darum kümmern sich nur die Schweden. Und im anderen Fall geht es um einen kanadischen Ex-Diplomaten und darum kümmern sich nur die Kanadier und einen irischen Geschäftsmann und so weiter.
Ich glaube, wir müssen ganz aktiv nach dem Prinzip handeln, dass es jeweils unsere eigene Sache ist, um die es dabei geht. Und dabei also die Solidarität über die nationalen Grenzen hinweg deutlich machen. Das heißt, China oder einer anderen autoritären Macht nicht erlauben, sich sozusagen einzelne Ziele vorzunehmen und mit allen Kanonen auf die zu schießen, sondern da Solidarität zwischen Demokratien und Solidarität zwischen Demokraten üben und das auch über die verschiedenen Sektoren hinweg, nicht nur Politiker untereinander, sondern Politiker und öffentliche Meinung und Thinktanks und akademische Forscher und auch Stimmen aus der Wirtschaft. Ich glaube, es ist eine Herausforderung, die einen gesamtgesellschaftlichen Charakter hat. Und deswegen brauchen wir auch einen All-of-Society-Response. Und das, finde ich, macht uns nochmal bewusst, dass wir Europäer sind. Ein All-of-Society-Response. Vielen Dank für die Einschätzung. Und möge die Woche der Meinungsfreiheit nicht nur eine Woche sein, sondern wir uns das Bewusstsein haben und das Privilegs bewusst sind, meinungsfrei agieren zu können und das auch zu verteidigen. Danke für den spannenden und offenen Austausch, lieber Bütikofer. Für mich persönlich und für die Branche ist Meinungsfreiheit eines der wichtigsten Themen. Wir müssen mehr denn je, Sie haben es ja auch betont, zusammenarbeiten und auch aufklären. Und das ist mir wichtig zu sagen, zeigen, wie auch Autorinnen, Verlage, Buchhandlungen, Bibliotheken täglich das Grundrecht Meinungsfreiheit mit Leben füllen. Das heißt, in einer pluralen, vielfältigen Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft. Mich schmerzt es immer wieder sehr, wenn Kreative und Verlegerinnen und Verleger der Vorwurf gemacht wird, die Meinungsfreiheit zu gefährden, wenn sie ihr Recht auf geistiges Eigentum verteidigen. Denn beide, Meinungsfreiheit und Recht auf geistiges Eigentum, sind Grundrechte, sind elementare, unantastbare Rechte und auch eng miteinander verbunden. Ja, sie verstärken einander. Warum? Weil, wir haben es im Vorgespräch ja auch gehabt, wirtschaftlich unabhängige Kreative sich eher leisten können, auch kritisch zu sein gegenüber der Obrigkeit, gegenüber bestimmten Umständen, als wenn sie staatssanktioniert Kultur betreiben müssen. Ich habe in meiner beruflichen Vergangenheit oft Fälle gehabt, wo wir wissen, dass man damit überhaupt kein Geld verdient, bestimmte Bücher gemacht haben, weil wir sie machen wollten und auch die jeweiligen Urheberinnen und Urheber verteidigt haben gegen Anfeindungen und rechtliche merkwürdige Klagen. Das haben wir immer gemacht, weil wir gesagt haben, das hat eine Haltung. Weil Verlage unabhängig sein können, können sie auch unbequem sein und das setzt eben die Verteidigung geistigen Eigentums voraus. Sie sprachen es ja auch an bei Intellectual Property im Umgang mit China. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wieder treffen, sei es in Brüssel oder auf der nächsten Frankfurter Buchmesse, wenn wir im Gespräch bleiben. Es gibt viel zu tun. Ich danke Ihnen für Ihren Mut und für Ihre Einsatzbereitschaft, auch für unseren Kollegen Gui Minhai und wünsche Ihnen alles Gute, auch für die anstehenden kommenden Wochen. Vielen Dank, Herr Bütikofer. Ich danke Ihnen sehr, auch für Ihre freundlichen Worte. Ich habe mich sehr gefreut über die Gelegenheit dieses Gesprächs und muss Ihnen sagen, weil Sie Frankfurter Buchmesse zuletzt erwähnt haben. Bei der Frankfurter Buchmesse bin ich meiner Erinnerung nach zum ersten Mal China begegnet, weil das muss im Jahr 1968 gewesen sein, weil da, ich glaube damals war es der Wagenbach Verlag, war nicht zugelassen zur Frankfurter Buchmesse und hat vor der Frankfurter Buchmesse, die ich mit meinem Freund besucht habe, einen Stand aus Protest, einen Stand vor den Toren der Buchmesse gemacht. Und da gab es irgendwie ein Buch über China, auf dem stand der Satz von Mao Zedong, Zitat, die Wahrheit des Marxismus lässt sich in einem Satz zusammenfassen, Rebellion ist gerechtfertigt. Das fand ich damals einen genialen Satz. Das ist, das trifft eigentlich für jeden Programmmachenden zu, jedes Jahr aufs Neue und auch, glaube ich, für die, die ein interessantes Programm gestalten in ihren Buchläden. Rebellion ist nötig. Ich habe selbst eine Erinnerung dran, wir waren bei Rowold, oder sind die Verleger von Majian, der ja auch gesellschaftskritisch ist. Und als China Ehrengast in Frankfurt war, da kam die riesige chinesische Delegation, wälzte sich so den Gang runter
Und dann muss Ihnen irgendwann jemand gesagt haben, hoppla, da kommt jetzt Rowohlt. Und das war eine 90-Grad-Kehre kurz vor unserem Stand, weil Sie wahrscheinlich den oberen Marjan ersparen wollten. Und ich war sehr stolz darauf, dass Sie zu uns nicht gekommen sind. Lieber Bütikofer, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass das Gespräch war so für Sie auch toll. Und danke, dass Sie uns hier zur Verfügung standen. Danke Ihnen. Machen Sie es gut. Sie auch. Ja, tschüss. Bleiben Sie aufrecht. Ja, tschüss, danke. Tschüss, danke.